Willkommen zu Kita Today, unserem fast täglichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus, wir sind beide von den Kita-Rechtlern und jetzt kommt ja die kalte Jahreszeit und natürlich mit der kalten Jahreszeit kommen die Erkältungen, kommen die anderen Infekte, kommt ganz viel an Krankheiten obendrauf auf das, was wir vielleicht eh schon im Kita-Alltag ein bisschen mehr bei den Erziehenden und bei den Leitungen haben, als vielleicht in anderen Branchen, wo man warm und trocken die ganze Zeit nur in irgendeinem Büro sich befindet. Ich muss direkt einhaken. Wir hatten irgendwann mal ein Video, da ging es um die Statistik, um die Krankentage, die statistischen. Und da waren, wenn ich mich recht entsinne, die Fachkräfte tatsächlich nicht überdurchschnittlich. Also eher so sogar ein bisschen drunter, meine ich. Also, aber theoretisch hat er... Kommen wir zum Thema an dieser Stelle. Denn natürlich stellt sich die Frage, oh wei, ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4 Wochen vielleicht an Krankheit über das Jahr verteilt, an Krankheitstagen über das Jahr verteilt hinter mir. Oh weh, wann könnte dann mein Arbeitgeber, der Träger, auf die höchst unpässliche Idee kommen, über eine krankheitsbedingte Kündigung etwas intensiver nachzudenken? Frau Kollegin, wie ist denn da die Rechtslage? Die Rechtslage ist gar nicht so eindeutig, denn es gibt keinen Stichtag oder ähnliches, den man sich dann markieren muss von wegen, wenn ich 5 Wochen gefehlt habe, dann bin ich raus oder sowas. Das gibt's nicht. Es gibt Arbeitsgerichte, die sagen, also 60 Tage müsste man schon mindestens fehlen, damit man überhaupt als Arbeitgeber darüber nachdenken könne. Andere sagen, wenn man aus dem Zeitpunkt der Entgeltfortzahlung raus ist, dann kann man eben drüber nachdenken. Aber dann gibt es noch ein paar andere Voraussetzungen, die dafür vorliegen müssen. Also erstens muss es nämlich sozusagen in der Vergangenheit, auch in den Vorjahren, schon öfter mal entsprechend vorgekommen sein und das muss sich irgendwie gegebenenfalls gesteigert haben. Und es muss eine negative Zukunftsprognose vorliegen. Heißt also, es muss klar sein offensichtlich, dass das sich in Zukunft eher noch verschlimmert, gegebenenfalls, was dann natürlich auch negative Auswirkungen auf den Träger als Arbeitgeber haben müsste. Okay, also 60 Tage ist etwas, was sich schon massiv anhört. Häufig werden 30 Tage immer herangezogen als Benchmark. Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Fall erlebt, wo man tatsächlich in Anbetracht der Situation in Einrichtungen und der Möglichkeit, sich dort anzustecken, dass man bei 30 Tagen schon so eine Grenze vor einem Arbeitsgericht gezogen hat, wenn nicht noch andere Umstände dazugekommen sind, würden wir auch wirklich als, also 30 Tage in dem Bereich als ein bisschen zu hartherzig empfinden. Allerdings, die Kollegin hat es gerade gesagt, es wird geguckt, wie war es die Jahre davor, wie ist es in diesem Jahr, sehen wir also mehr oder weniger ein Muster, dass eine Person dort häufig krank ist oder Langzeit erkrankt ist und darauf dann basierend schaut man, ist es überdies für den Träger gar unzumutbar, die Person noch weiter zu beschäftigen oder ist der Träger vielleicht so riesengroß und hat so prall gefüllte Taschen, dass man dem ein bisschen mehr an Geduld zumuten muss oder handelt es sich vielleicht um einen kleinen Kinderladen, wo das Portemonnaie eher schmal ausgestattet ist. Das spielt auch immer eine Rolle und obendrein, an dieser Stelle müssen sich übrigens Träger oder Arbeitgeber wenig Gedanken machen über eine krankheitsbedingte Kündigung, wenn man nicht zuvor wenigstens was versucht hat, Frau Kollegin? Ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement. Also manche nennen das auch Rückkehrgespräch, aber es ist durchaus sehr formell und formal durchzuführen. Heißt also, ich muss als Arbeitgeber mich mit dem Arbeitnehmer anbieten, mich mit ihm zusammenzusetzen und zu gucken, okay, was können wir als Arbeitgeber, als Träger tun, damit deine Genesung zukünftig sichergestellt ist oder damit du eben weiterhin arbeitsfähig bist und bleibst. Das Angebot muss man zumindest gemacht werden seitens des Trägers. Niemand ist gezwungen, dieses Angebot dann auch anzunehmen und sich einem Gespräch dieser Art auszusetzen. Aber wenn es ein Arbeitgeber nicht gemacht hat, bis auf die Fälle, wo vollkommen klar ist, vollkommen offenkundig ist, dass die Person nicht für sehr, sehr lange Zeit zurückkommen wird, wenn da nicht wenigstens es versucht worden ist, ein entsprechendes betriebliches Eingliederungsmanagement, BEM, zu versuchen, würde man vor dem Arbeitsgericht in
hochnotpeinliche Erklärungsnöte gelangen als Träger, wie man denn dazu käme, automatisch davon auszugehen, dass es nicht irgendwo einen anderen leidensgerechten Arbeitsplatz gibt oder dass man wirklich alles versucht hat, dass es in Zukunft nicht mehr zu diesen Erkrankungen kommt, und dann wird man wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Kündigung, die krankheitsbedingte Kündigung, etwas vorschnell war. Bedeutet, wir versuchen alle natürlich auch in diesem Winter, uns möglichst wenig anstecken zu lassen. Wir können es alle natürlich nicht verhindern. Wäre so schön, wenn man das irgendwie selber in der Hand hätte. Aber für die krankheitsbedingte Kündigung, bis sie dann mal ausgesprochen wird, ist es dann zumindest für den Träger doch schon ein bisschen steinig, der Weg. Haltet gesund, bleibt gesund. Haltet durch, meine ich. Das ist alles heute. Bis dann, tschüss. Tschüss.